Ja, Thorsten Merz, 0:2 heute verloren. Jetzt ist es amtlich, Sie gehen jetzt in die Landesliga zurück. Aber wie haben Sie das heutige Spiel erlebt? Unterm Strich war es schon sehr viel Anspannung. Wir hatten eine gute Vorbereitung, eine gute Trainingswoche. Waren vom Gefühl her eigentlich da, dass wir gedacht haben, ja, das schaffen wir heute. Das ist ein Thema, was wir angehen. Und auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft bei der Erwärmung war super. Und dann hast du es halt nicht auf der Platte bekommen. Du warst in den Zweikämpfen ein Stück weit nicht aggressiv genug, warst immer den Schritt zu langsam oder zu weit weg. Der zweite Ball ist nicht zu dir gesprungen. Dazu muss man aber auch was machen. Und das, ja, weiß ich nicht, wenn es, wie sagt man so schön, wenn es nicht so schön läuft, dann läuft es nicht so schön. Und ja, das ist ein Sinnbild der ganzen Saison, glaube ich. Denn ist Fußball ja auch, wie gesagt, der Kopfsport, wenn du das ganze Jahr über deine Probleme hast und das sich so durchzieht. Und das, was wir im Laufe des Jahres auch wegstecken mussten an quantitativer und qualitativer Manpower, die halt auch nicht mehr zur Verfügung stand. Dann bist du da bis zum Schluss noch in der Lage, vielleicht das selber hinzubekommen. Heute war ja schon so, dass du gewinnen hättest müssen, um theoretisch die Chance zu bekommen. Unterm Strich, Babelsberg holt den Punkt, den sie brauchten. Aber wie gesagt, in der Endkonsequenz, wenn du nach einem Jahr da unten drinnen stehst und unterm Strich stehst, dann hast du doch verdient. Dann musst du die Fehler, die du gemacht hast, musst du jetzt ja, ausmerzen und dann schauen wir einfach mal weiter. Kader bleibt von der Zusammenstellung, da sind wir schon auf einem guten Weg. Haben wir Liga unabhängig auch viele Gespräche geführt, auch schon viele Zusagen, sodass mir da eigentlich jetzt nicht bange ist, wobei die Landesliga Nord ja kein Zuckerschlecken ist. Haben wir ambitionierte Mannschaften bei mit Zepernick, mit Stahl Brandenburg. Also dass das jetzt ein Durchmarsch oder Neuanfang mit einem Jahr ist, davon glaube ich sind wir weit entfernt. Da sind wir glaube ich auch realistisch genug und ja, wir werden konsolidieren. Und auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Dafür steckt dann halt auch zu viel Potenzial im Verein. Das ist halt einfach auch positiv und das müssen wir einfach nutzen. Und ja, und dann geht es im nächsten Jahr da weiter. Vorbereitung steht, Vorbereitungsplan steht. Und dann schauen wir einfach mal. Mal gucken. Schade eigentlich. Wie lange machen Sie zur Sommerpause? Wann geht es wieder los mit dem mit der Rückrundvorbereitung? Quatsch, mit der Saisonvorbereitung? Die Saisonvorbereitung startet bei uns am 17.07. ist ein Mittwoch. Donnerstag Training, Freitag, Samstag schon zwei Spiele terminiert. Also sind jetzt nur knapp 3 Wochen, die zur Regeneration und Kopfbefreiung da sind. Ist relativ wenig. Ich weiß auch nicht, warum wir so früh anfangen, in diese Saison zu starten vom Spielplan. Aber ist so, wie es ist und müssen alle Mannschaften mitleben. Ja, Dennis Schulz, 2:0 gewonnen, trotzdem ist amtlich. Sie sind jetzt abgestiegen. Wie haben Sie das heutige Spiel erlebt? Ja, in erster Linie natürlich sehr emotionsreich. Wir hatten uns viel vorgenommen, haben das auch eingehalten. Wir haben eine sehr, sehr gute Trainingswoche gemacht, haben die Emotionen aus dem letzten Spiel gegen Zedenik mitgenommen in die Trainingswoche. Und wir waren uns vollkommen sicher, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern, weil wir uns elend auf dieses Spiel vorbereitet haben. Und ja, wie gesagt, sehr emotionsreich. Wir wussten, dass im Gegenzug Babelsberg ein Punkt reicht. Leider Gottes ist es so gekommen. Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, dann haben wir es heute nicht, also heute ist der Abstieg nicht besiegelt worden, sondern schon halt viel früher, wo wir die Spiele nicht gut gestaltet haben für uns. Und wie geht es jetzt weiter in der Landesliga? Wird Danny Knofe weiter das Team betreuen als Trainer? Weil er hatte ja gegenüber der Märkischen Allgemeinen gesagt, er lässt sich das offen bis nach dem Spiel. Haben Sie da schon Kenntnisstand? Ja, natürlich. Muss man jetzt gucken, wie es weitergeht, aber wir sind da eigentlich zu 100% in der Planung drin. Und abschließend werden wir jetzt am Wochenende bzw. am Montag dann mit Danny noch Gespräche führen. Und ob er sich dann entscheidet, weiterzumachen, werden wir sehen. Wenn nicht, haben wir einen Plan B in der Tasche. Und ja, zeigt sich jetzt in den nächsten 2-3 Tagen. Ansonsten sind wir für die nächste Saison schon, wie gesagt, sehr gut in der Planung. Und ja, schauen wir mal, was dann geht. Thank you.